Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Powered by CMS Hasche Siegle. Ja, wir sind auf der Hannover Messe 2016, jetzt auf dem Baden-Württemberg-Pavillon. Bei mir ist Franz Logen, Chef der E-Mobil BW. Gekommen nach Niedersachsen ohne die schlechte Stuttgarter Luft? Ja, die schlechte Stuttgarter Luft. Im Moment regnet so viel, ja, dass selbst in Stuttgart die Luft ziemlich sauber ist. Und wie sie das vielleicht langfristig auch werden kann, besprechen wir mal jetzt. Ja, das Schaufenster für Elektromobilität in Baden-Württemberg ist fast Geschichte, könnte man sagen. Wird jetzt alles gut? Wird die Luft dadurch besser? Was sind denn die Learnings aus dem Schaufenster bei Ihnen? Wir sind ja richtig stolz auf das Schaufenster und Sie sehen auch, dass mir das ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja, weil wir haben 120 Partner gehabt in Baden-Württemberg, die fast 40 Projekte betrieben haben. Und in fast 40 Projekten haben wir 50.000 Elektro-Carsharing-User. Wir haben weit über 150.000 Leute, die eine heute Poligo genannte Karte benutzen und auf der anderen Seite viele hunderttausend Menschen angesprochen in Veranstaltungen. Also das Schaufenster war sehr erfolgreich im Abbilden des Systems Elektromobilität, was viel mehr ist als nur Auto verändern. Trotzdem bleibt die Luft insbesondere in Stuttgart ja eine ziemlich dicke. Ist da mehr als ein erster Spatenstich zur Veränderung getätigt worden? Also auch wenn die Luft in Stuttgart immer dicke ist, sind wir trotzdem sehr fröhlich und sind sehr frohen Mutes, dass wir in Zukunft das genau ändern können. Und dazu gehören zwei Dinge, die uns besonders wichtig sind. Das eine, damit Elektromobilität erfolgreich wird, müssen wir Kosten senken. Kosten senken am Ende bedeutet, wir müssen noch sehr viel in Stückzahl investieren, wir müssen sehr viel in Technologie investieren. Das zweite, was der Ingenieur so sperrig hochskalieren nennt. Hochskalieren bedeutet immer mehr Stückzahl mit immer mehr Methoden. Und dann greift Elektromobilität im Markt. Und je mehr Elektromobilität wir haben, desto besser wird auch real dann die Luft in Stuttgart. Wir sind aber sehr hoffnungsvoll, dass wir dieses in den nächsten Jahren auch so hinbekommen werden, weil unsere vielen Partner arbeiten an den Technologien. Und auf der anderen Seite haben wir den klaren Willen, diese Technologien dann auch im Markt unterzubringen. Zugleich haben wir ja im Moment eine Gemengelage, die geprägt ist von einem Abgasskandal, der immer weitere Kreise zieht. Jetzt seit ein paar Tagen auch wirklich Bosch und Daimler mit im Fokus. Was erwarten Sie als E-Mobil BW, vielleicht auch Sie persönlich, von den Firmen Ihrer Region? Man sieht jetzt ganz deutlich, dass mit einem Verbrennungsmotor, insbesondere mit dem Dieselprinzip, es relativ teuer ist, wenn ich einen sehr effizienten Diesel haben möchte, der gleichzeitig ein sehr sauberes Abgas hat. Und damit sehen wir, der Diesel wird sukzessive im Fahrzeug mit jeder Anforderung, die wir an ihn stellen, immer teurer. Hingegen wird die Elektromobilität mit jedem Entwicklungsschritt in Batterien, in Technologien immer günstiger, sodass wir jetzt sehr viel früher zu einem Überschneiden kommen, dass Elektromobilität günstiger wird als ein Dieselmotor. Und dann werden wir einen wirklichen Marktdurchbruch bekommen. Sprich, übersetzt Money Matters, also das Geld muss jetzt von der einen Ecke in die andere und dann wird alles gut? Ja, der Kunde am Ende entscheidet ja, indem er sich ein Fahrzeug einer bestimmten Karosserieform für einen bestimmten Nutzen kauft. Und dann nimmt er den Antrieb, der für ihn günstig ist. Ja? Und wenn jetzt hinterher Elektromobilität, ob als Hybrid oder als vollelektrisches Fahrzeug, günstiger wird als ein im Abgasanlage teurer Verbrenner, dann wird der Kunde am Ende den Elektrowagen wählen. Und das bringt uns den Umbruch und die Veränderung. Die Alternative wäre, die Städte sagen, wir machen hier irgendwann zu für den Verbrenner, für den Diesel, was für Stuttgart ja durchaus ein Szenario ist, was man sich entweder aus Branchensicht gar nicht vorstellen will oder aber doch wünschenswert findet. Was wäre dann, wenn dieser Schritt kommt? Wir haben zwei ganz, ganz große Herausforderungen am Ende. Das eine ist, wir möchten die Gesundheit der Menschen auch in den Städten erhalten. Dafür müssen wir die Schadstoffe senken. Und das geht entweder dadurch, dass ich saubere Fahrzeuge habe oder weniger Fahrzeuge habe. Mathematisch gibt es keine Alternativen an dieser Stelle. Und das Zweite, was wir erreichen müssen, ist, wir möchten ein Stück Klimaschutz leisten, indem wir weniger CO2 emittieren. Das betrifft nicht die Städte lokal, aber uns insgesamt. Und in beiden Teilen ist Elektromobilität ein wichtiges Lösungselement. Das wäre aber schon ein ziemlich starkes Signal, wenn überhaupt irgendeine Stadt, vielleicht ja nicht Stuttgart, aber auch eine in Deutschland, sagt, hier ist Feierabend, hier geht es nur noch elektrisch in die Innenstadt. Das wäre schon ein ziemlicher Dammbruch, oder? Wie sehen Sie das? Das wäre ein Dammbruch, aber Mobilität ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch für Städte. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir Güter transportieren können, dass die Menschen ein- und auspendeln können, ihre Wege zurücklegen können. Da, wo die besten Mobilitätsvoraussetzungen sind, das betrifft heute auch Datenleitungen,
da wird Wirtschaft sich am besten entwickeln. Deswegen ist es ja genau unser Ziel, dass wir eine gute Mobilitätsleistung haben werden, trotz weniger Schadstoffe. Und dafür müssen wir jetzt sehr schnell diese neuen Technologien auch in den Markt bringen.